Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt. Manche müssen unfrei bleiben. Keiner ist immun, wenn er den Zug versäumt, der ihn dann freiträgt. Wenn er den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss, ja, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss. Dann wird ihm sein Arbeitgeber vielleicht sagen: Meine Freiheit muss doch lang nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten. Und da du meine Waren kaufen musst, stelle ich dich bei mir an. Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten. Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist. Deine Freiheit bleibt meine einverleibt. Und wenn ich meine Freiheit nicht habe, hast du deine Freiheit nicht. Und meine Freiheit wird dadurch zu deiner Pflicht. Und darum sage ich dir, verteidig meine Freiheit mit der Waffe in der Hand und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder. Damit von deinen Kindern keines bei der Arbeit je vergisst, was Freiheit ist. Meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meine Freiheit bleibt treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denke an eines bloß: Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was anderes als Zügellosigkeit. Freiheit ist doch Fleiß, Männlichkeit und Schweiß. Ich werde dir sagen, was ich heutzutage als freiheitlich empfinde: Die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Drum ist in jedem Falle meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je. Meine Freiheit, yes, deine Freiheit, nee. Meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt. Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald, aber vorläufig wird nichts aus deiner Freiheitsambition, denn du hast doch keine Macht und keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zu lieb verzichte. Drum behalte ich meine Freiheit, du kriegst deine Freiheit nicht. Noch nicht. Ja, Mango Tango, vielen Dank, dass du dieses großartige gesellschaftskritische Stück gewünscht hast, das meiner Meinung nach heute immer noch brandaktuell ist. Wer noch einen Wunsch hat, bitte wieder einfach unten in die Kommentare schreiben. Nächste Woche kommt dann, wenn alle das täten. Das hat sich der Fabian bei mir gewünscht. Ansonsten schaut doch noch mal das Video von letzter Woche oder ein Spark-Video, je nachdem. Alles Gute.